Hallo meine Lieben, ich bin wieder unter den lebenden Antibiotika, seit Dank. Anlauf Nummer 2. Eben war die Speicherkarte nach 2 Minuten voll. Total dämlich, aber gut, ist erledigt. Wenn ihr es vom Brummen hört, bitte nicht wundern. Ich habe einen Heizlüfter, hier ist die Heizung leicht ausgefallen. Dementsprechend muss ich ein bisschen anders heizen. Aber nicht unser Thema, wir lassen uns vom Brummen nicht stören. Ich habe euch ein bisschen was zu zeigen. Krank sein und so, das ist immer so eine Sache, da kann ich sowieso nicht immer liegen und so, auch mit Fieber nicht und Ibuprofen hilft. Und ja, ich bin so halbwegs wieder fit, das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt wieder jeden Tag poste. Ich denke mal so ein, zweimal die Woche werden wir das hinkriegen, ansonsten lassen wird und muten uns noch nicht zu viel zu. Aber, liebe Christine, guckst du? Da, 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 ich bin fertig! Gestern Abend um 23 Uhr ist dieses Bildchen fertig geworden und ihr seht es, ich muss ein bisschen wackeln, weil es so groß ist. Hier ist eine Brücke, hier haben wir eine Laterne, ein Bäumchen, die Berge, das Haus, dann haben wir hier ein bisschen Gartenzaun und Weg und ihr seht das, ne? Der See mit dem Boot und hier haben wir einen Steg und einen Weg und ein Gartentor und ja, es ist ein wunderhübsches Bild, meine Liebe. Wie besprochen, Ende November geht das zu dir raus. Bis dahin habe ich dann auch den Lack gekauft und versiegelt. Dann kann da auch nichts mehr dran passieren. Aber wir sind im Grundzug fertig. Und ich hoffe, du freust dich. Und wenn du mal guckst, es glitzert. Und ich schwöre dir, der Glitzereffekt geht nicht verloren. Im Gegenteil. Aber das ist bereit für, ja, bald den Rückweg zu dir. Nochmal danke für dein Vertrauen, meine Liebe. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Ja? So, kommen wir zu Bild Nummer 2. Ich konnte nicht anders. Und zwar, wir haben hier das Halloween-Bild. Meine 310-Strafe mit 56 Tüten ist erledigt und ich habe jetzt ein eigenes Kürbismännchen. Ein hübsches Kürbismännchen, wenn ihr mich fragt. Trick or treat, klar, Halloween. Dann haben wir hier einen Grusel gesehen und einen Grabstein. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit dem Grusel, ne? So, wir machen euch mal ein Stück höher. Dann haben wir hier das Schloss mit diesen, Boogie-Tänzern oder wie auch immer. Hier haben wir eine Fledermaus und ein Kreuz und noch eine Fledermaus und ein bisschen Bäumchen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut rauskommt. Und eine Katze mit einem Haus. Auch fertig. Ich konnte die Finger nicht stillhalten, meine Lieben. Aber das Bild ist fertig und ich finde diesen Kürbis ja gelungen. Leute, guckt euch dieses Kürbismännchen doch mal an. Ist das nicht... Also mal den Fokus auf das Kürbismännchen gelegt, ey, Alter. Und es glitzert wie bescheuert und... Ja. Es gibt nichts Geileres. So. Aber das war ja noch nicht alles. Ich meine, ich stricke nebenbei wieder. Ich habe ein paar Socken angesetzt. Wenn die fertig sind, gibt es ein Socken-Update. Ich bin immer noch leicht verschnupft, aber gut, was soll's. Was haben wir noch an Bildern vorbereitet? Also, wir haben hier ein Körbchen. Wir haben noch zwei Körbchen. Hier sind drin die Steinchen für die Rottweiler-Welpen. Diamond Painting Deutschland, 50x30, eckig, 89 Farben. Schön sortiert, brav, in einem Gefrierbeutel von einem Liter. Man sieht es hier, ein Liter Gefrierbeutel mit Beschriftungsfeld. Das haben wir noch vor. Dann haben wir hier den Leuchtturm von Humphan noch, 30x40, eckig, 39 Farben. Auch noch nicht angefangen. Dann haben wir hier den Tiger von Action in 40x30, rund mit 20 Farben. Dann haben wir hier das Laserparadies immer noch von Humphan in 40x30, eckig, 40 Farben. Es wird einiges zu tun sein. Und was ich jetzt noch angefangen habe, neben den Rottweiler-Welpen, ist das Universum von Humphan mit 25 Farben in eckig in 30x40. Da ist auch der Kontrollzettel drin. Mal gucken, ob ich es euch zeigen kann. Moment, Moment, Moment. Wir sind ja auch keine Perfekten. Das ist, wie gesagt, schon angefangen. Und zwar das da. Und ich habe ungefähr den Abschnitt hier fertig. So, den hier. Na, also, das wird ein Bombi-Bild. Da arbeiten wir dann die nächsten Tage weiter. Danach geht es an die Welpen und sowas. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Den Sale bei AliExpress werde ich nicht mitmachen können. Mir ist die Heizung, wie gesagt, kaputt gegangen. Da muss ich dann auch erstmal gucken, wie das damit weitergeht. Das wird mich auch ein bisschen was kosten. Streitfall bei Ali ist eröffnet, weil... die haben wir im Übrigen auch angefangen.
Weil da irgendwie irgendwas schiefgelaufen ist, macht nichts, wir sind in der Erklärung. Das ist mein Steinchen Aufbewahrungsbeutel, Körbchen. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept geraten. Was ist aber in meinem Painting-Körbchen? Ihr seht, ich habe schon mal angefangen gehabt aufzunehmen, dann ist mir das Video bzw. die Kamera nach 7 Minuten, nach einer Weile ausgegangen. Total dämlich, war ich mittendrin. Fangen wir also nochmal von vorne an. Und zwar, wofür Gefrierbeutel gut sind, habe ich euch schon gezeigt. Das sind hier 1 Liter Gefrierbeutel mit Beschriftungsfeld. Ihr wisst, dass ich die Steinchen da grundsätzlich drin lager, in kleinen Beutelchen, nach Farben sortiert, damit da nichts dran passiert. So, davon haben wir dann eine Rolle von Ja und eine Rolle von Gut und Günstig, wobei die beiden gut sind. Summa summarum, die Ja-Gefrierbeutel kosten 1,98, da habe ich jetzt durch meinen Mann gucken lassen. Und die von Edeka kosten 1,39. Also würde ich die von Edeka nehmen, weil es die gleiche Menge ist und die gleiche Größe. 100 Stück halt, ne? Ich weiß nicht, warum von Rewe so explizit höher ist, weil im Grundzug ist die Qualität die gleiche. Egal. Dann kleine Tütchen. Und zwar diese Aufbewahrungsbeutelchen, 80 Stück für 1 Euro. Bei Teddy, ich habe mal eine Weile gesammelt, wir haben hier eine komplett volle Tüte, auch in einem Gefrierbeutel und eine noch, ja, nicht so volle Tüte, aber ich habe erstmal ein paar in Reserve, falls irgendwas Unerwartetes kommt. Kommen wir weiter dazu. Und zwar, liebe Hedwig Gedönsrad, wie du siehst, dein Brianna Lama begleitet mich beim Painten, das macht jede Menge Freude, das zu sehen, das bleibt auch da drin. Das hier ist mein dicker Stift. Daniel, guckst du mal bitte, das wäre der Kuli für Mutti. Der macht nicht mehr Klick-Klick, aber der hat diesen Drill-Pen. Sollte das mit den dünnen Stiften, die sind ja nicht mehr wie so, also ne, man sieht den Unterschied. Sollte das nicht hinhauen, dann tauschen wir einfach. Du weißt, das Angebot habe ich euch gemacht. Da ist jetzt Klebegummi drin, da ist jetzt normaler Wachs drinne. Dann haben wir hier in dem Becher und, oh, guck doch mal. Das ist hübsch, das sind deine Ohren. I believe in Unicorns, ja. Ein Melaninbecher, total toll. Darin haben wir noch einen Drillpen mit Squishy, wie auch immer. Ein Strassstein-Perlenpicker, also Perlenstift. Klein, niedlich, weiß, hübsch. Funktioniert wie ein ganz normaler Buntstift, nur dass er eben Strasssteinchen aufpickt und nicht irgendwelche Farbe abgibt. Die tolle Diamond Painting Deutschland Pinzette und ich liebe sie. Schluck auf, entschuldigt. Ein kleiner Löffel. Ich hasse Schluck auf. Dann von Evelyn meine Augenbrauen-Zupfpinzette, weil abgeschrägt, damit kann ich wunderbar Steinchen so wegziehen. Dann die von Homefun mitgelieferte Pinzette, wobei die sich als Glücksgriff rausgestellt hat, weil die halt hier unten abgeflacht ist. Und wenn ich dann einzelne Steinchen habe, dann kann ich damit in diese Tütchen den Stein rausholen und direkt auf die Leinwand setzen. Mega praktisch, hätte ich nicht gedacht. Man lernt mit seinen Aufgaben. Ja, so ein bisschen was Bastelsternchen aus Holz sind da drin, das interessiert jetzt nicht, das hat nichts mit Painten zu tun. Und meine breite Pinzette. Das ist das, was eigentlich immer auf dem Tisch steht, wenn ich eins meiner Bilder bearbeite. Weil das ist mein Werkzeug. Ohne mein Werkzeug funktioniert das nicht. Also das ist so mein Tool. Mein Toolbecher, sag ich mal. Englisch Tool, Werkzeug. Mein Werkzeugbecher. Wie gesagt, das ist so meine Toolbox. Meine Werkzeugbox, da habe ich alles drin, was ich zum Painten brauche. Machen wir mal weiter. Ich meine, ich habe, wie gesagt, schon mal angefangen. Wo wir gerade bei Squishies für die Stifte sind, hier sind meine. Und ja, man sieht hier bei dem hier zum Beispiel, dass der benutzt ist, der Rest ist noch halbwegs, ja, der hier auch, das sieht man, aber ansonsten, den habe ich auch schon zwischen gehabt, das ist dieser Silikon, diese Silikonstifthülle von Diamond Painting Deutschland, die unheimlich toll ist. Ich benutze sie nur gerade nicht, ich will mir die möglichst lange behalten, weil so schnell komme ich nicht mehr da, komme ich nicht mehr dazu, da, dort zu bestellen, also von daher muss ich die ein bisschen schonen. Ja, braucht man nichts zu sagen. Dann haben wir hier rosa Wachs, eine Platte in einer kleinen Dose, steht immer beim Painten dabei, brauche ich. Dann habe ich hier Klebegummi und ihr seht schon, auch das ist benutzt.
Auch in einer kleinen Dose, eine kleine Menge, das reicht auch zum Zuschrauben. So, dann eine Lupe. Warum eine Lupe? Ich habe die Welpen noch vor mir, die will ich als nächstes machen, dafür brauche ich eine Lupe. Dann haben wir hier eine Lupe im Taschenformat. Ja, ihr seht schon, ne? Der Effekt ist geil. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Das werde ich ohne euch ausprobieren. Dann haben wir hier eine Lupe, eine Mini-Lupe. Ja, und diese Lupe ist was Besonderes, weil, guckt ihr, die stellt alles auf den Kopf, was ihr so seht. Sehr lustig. Eignet sich aber nicht zum Painten, weil ihr dann alles spiegelverkehrt seht. Dann noch ein Döschen mit Wachs. Der ist noch unbenutzt, aber auch der klebt schon hier drinne. Für den Fall, dass ich mal was anderes brauche oder was Größeres. Und fürs Außergewöhnliche, weil ich bin ein Musikfan, natürlich die Gitarre. Auch dort sind zwei Wachsplättchen drin. Auch schon festgeklebt, damit nichts passiert. So, machen wir weiter. Tesafilm. Und zwar das Milchige zum Beschriften. Damit kann man dann so eine ganze Menge Unfug anstellen, wobei ich im Moment nicht brauche, weil ich keine Beutelchen zum Etikettieren habe. Aber sollte das der Fall sein, habe ich hier natürlich zwei volle und eine halbe Rolle als Ersatz. Das macht dann so um die drei Rollen. Das ist auch gut. Dann haben wir hier die Mehrfachsetzer. Hier habe ich das Problem, ich habe den hier, das ist ein Vierer. Das sind sogar zwei Vierer. Zwei Vierfachsetzer, der Rest sind Dreiersetzer. Ich arbeite ganz selten damit, aber ich habe sie nun mal, ist okay. Die Kontrollblätter zum Diamond Painten, damit ich die nicht verliere. Alles hübsch geordnet. Das sagenumwogene Klebegummi, natürlich. Damit wir das dann da haben. Zum Nachfüllen meiner Dose. Dann, damit mir das nicht mehr passiert, wenn wir ein Unboxing machen oder so, dass ich dann meine Öffnungshilfe suche, haben wir hier ein Cuttermesser. Teppichmesser von, weiß ich nicht, reicht. Dann Trocknertücher. Davon nehme ich mir immer ein kleines Stückchen, also schneide ich mir aus, lege das in die Tüte, wenn die Steine statisch sind. Und lass das einfach über Nacht liegen bei geöffneter Tüte, damit das auch trocknen kann und damit nimmt sich dann die Statik. Und bad, dann haben wir leer. Last but not least, Washi Tape. Warum zum Kuckuck braucht diese Frau noch Washi Tape? So, da kommen wir jetzt drauf. Und zwar, diese Klebefolie vom Diamond Painting hat immer einen kleinen Rand. Und damit ich mir nicht da ein halbes T-Shirt reinarbeite, klebe ich mir das mit Washi-Tape oder Malerkrepp ab, damit nichts passiert. Und damit mir eben nicht das halbe T-Shirt da drin landet. So, meine Lieben. Dann eine Box mit meinen tollen Drillpens. Da sind jetzt wieder so ein, zwei drin, die noch nicht bearbeitet sind. Da. Und eine Strickliesel. Ich habe was vor, ich will was wissen. Wird auch kommen. So, aber ich denke, wir haben es im Grundzug. Fürs erste Video nach gefühlt 2 Wochen reicht das auch. Wir werden jetzt, ich werde dieses Chaos hier wieder einräumen in meine Painting-Box. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, einen ruhigen Tag. Ich übertreibe das auch nicht, wie ich schon am Anfang sagte, ganz fit bin ich noch nicht. Aber wir werden das hinkriegen. Gebt mir noch ein paar Tage. Dann denke ich, ist das in Ordnung, dann wird das gehen. Ich werde mir jetzt dieses Chaos zusammenräumen, werde mir meine Welpen nehmen. Die Ständchen haben wir gesehen. Und werde dann ein bisschen, ja, ich glaube, mit der Lupe probieren zu arbeiten. Und ja, wenn es dann Fortschritt gibt, melde ich mich. Ansonsten würde ich sagen, habt einen ruhigen Tag, genießt es. Wir haben heute Dienstag. Ne, Mittwoch. Liebe Anni, ich weiß nicht, mit wem du versendet hast, aber das ist immer noch nicht da. Ich warte drauf, aber die Post ist durch. Es war nicht dabei. Vielleicht solltest du da mal nachforschen oder so, aber wir warten, wir haben ja Geduld. Und ansonsten würde ich sagen, macht euer Ding, habt Spaß, wir hören voneinander. Und die Verlosung für die Hasen wird noch eine Weile vor sich hin, wird sich noch eine Weile hinziehen. Mein Mann ist
immer noch krank, den hat es schlimmer erwischt wie ich. Männergrippe, wir kennen das, sorry Schatz, aber das ist halt so. Und den päppeln wir noch ein bisschen. Ich werde dann nachher wieder runtergehen und Händchen halten. Wobei der auch im Moment bei mir schläft, weil es einfach für mich einfacher ist, wenn der dann abends mal was hat oder nachts, dann bin ich direkt vor Ort und muss nicht erst die Treppe runterlaufen. Was dann auch anstrengend ist. Und dann, ja, kriegt der abends sein Tierchen, seine Medikamente, alles ist gut. Ich kriege den schon wieder fit. Wozu es kommen kann, ist eine Ping-Pong-Infektion, dass es mir zwar jetzt gut geht, ich meinen Mann gesund pflege. Wenn der gesund ist, dass ich dann wieder umliege. Aber okay, das nehmen wir in Kauf. Das ist halt eben so. Das ist in den Familien. Das bleibt eben nicht aus bei dem Wetter. Mummelt euch ein, macht euch einen ruhigen, paintet, was weiß ich, handarbeitet, bastelt. Wir sehen und stören uns. Zum dritten Mal. Jetzt aber auch wirklich. Macht euer Ding, habt Spaß, kommt mir gut durch die Woche und tschüss!